Hier erwartet uns Snake Man, der Gewalt von Snake ergriffen hat. Ausdauer Smash und der Gegner jagt nach Items. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Wen haben wir denn überhaupt ausgewählt? Link, ja perfekt. Wir nehmen klassischerweise die da. Ich glaube, das passt am besten dazu. Extra Sprung brauchen wir eigentlich nicht. Und das bringt sich, glaube ich, sowieso nichts. Das heißt, wir nehmen... Mach kurzzeitig unverwundbar, wenn du den ersten Treffer landest. Ja, können wir halt mal probieren, oder? Hätte ich gesagt, ne? So, ich glaube, wir sind aber auf der Seite schon fertig. Wir müssen halt nur noch Snake besiegen. Und eigentlich soll er da in der Nähe dann nichts mehr sein. Dann können wir schnell auf die linke Seite wechseln. Ne? Was eigentlich dann ganz gut passt. So, die sind dann gleich mal weg. Ja, irgendwie sind beide jetzt gleichzeitig gestorben. Das ist mir recht. Dann geht's schneller weiter. Waren auch nur Juniors. Also ist auch verständlich, dass sie so lame waren. Okay. Ja, in den letzten Parts haben schon durchaus für Frust gesorgt. Ja, genau, daran erinnern wir uns noch. Ja, genau. Genau, das Gebiet haben wir schon ordentlich erforscht. Was ist da in der Mitte? Wahrscheinlich gar nichts. Nur 10. Okay, perfekt. Dann haben wir das. Denn da oben war durchaus, ja, Rage dabei. Also, wenn ihr die letzten Parts nicht gesehen habt, auf jeden Fall reinschauen, denn da geht's ab. So, wie gesagt. Da oben geht es auch weiter. Na, das machen wir mal später. Wir gehen jetzt hier mal dieses Pilzareal ab. So. Wir passen uns mal dem Team an. Das ist ein 1700-Punkte-Team. Pummeluff, ja. Wird wahrscheinlich nicht schwer sein. Deswegen habe ich jetzt auch nicht wirklich was genommen, was durchaus... Punkte brauchen wird, und da ist auch schon weg. Haben wir das auch geschafft? Okay, dann kriegen wir sogar einen Mini-Snack. Wir könnten auch wieder mal. Ah, wir haben wahrscheinlich noch nicht mal genug Snacks, um irgendwas abzugraden. Das bringt sich wahrscheinlich alles noch nichts. Shigi. Nehmen wir den da, eine Legende ist das, ne? Ich glaube, den haben wir auch im letzten Part freigeschalten, ne? Den stärken wir ein bisschen, ist er erst Level 1. Und eine Legende kann man ruhig stärken, ne? So. Das passt dann schon, dann... ja, das ist halt überhaupt nichts wert, ne? Es bringt sich gar nichts, mit Chips zu stärken. Das bringt sich meiner Meinung nach nicht. Verstärkt Spezialstandard. Das passt schon so. Habe ich Marv überhaupt schon mal gespielt? Das ist nicht in meiner Erinnerung fest. Das heißt, wir können ihn gleich zocken. Ausdauer-Smash wieder. Aber was ich mir die Frage stelle ist, normalerweise hat der Gegner immer mehr KP. Jetzt hat er nur 50 und ich habe 100. Hä? Aber er ist ein Flüchtiger. Dann kannst du jetzt mal da. Er ist echt ein Flüchtiger. Da bietet sich die Mine durchaus an. Ja, nicht getroffen, weil ich verlangsamt bin anscheinend. Ja. Wieso er den nicht früher geworfen hat, weiß ich nicht, aber da ist er schon weg. Ja, keine Ahnung. Der hatte nur Angst vor mir. Was es ein bisschen nervig gemacht hat, aber gut. Ist jetzt auch weg. Jetzt weiß ich auch, warum er nur 50 KP hatte. Ist mir recht so. Jetzt geht es einmal da runter und einmal da rauf.
Da oben geht es wahrscheinlich dann mit dem Weg weiter und hier wird es halt eine Sackgasse geben. Da kann man wieder Charakter freischalten. Freue mich schon. 10 Lernjuwele, perfekt. Kann man da überhaupt schon vorbei? Kamek, perfekt. So, die Frage ist, wen wir hier freischalten werden. Brittany werden wir aber zuerst noch besiegen, ist ein Ass. Smash auf Zeit. Kampfstärke durch Essen. Gegner ziehen. Wir können es mal probieren mit Marv. Damit die Schwierigkeit ein bisschen da ist. Ich meine, Rage hat mir noch nicht genug, ne? Das Ding ist, ich habe noch nie mit Marv gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie der sich spielen wird. Das wird lustig. So, wir bleiben am besten gleich bei dem und 6900 Ausdauerhilfe. Nee, Sticks am Anfang, das nehme ich nicht. Das ist nicht so geil. Stärke. Ja, nehmen wir das schon mal. Aus welchen Hilfe Spezialstand? Ja. Jetzt schon passen. Können wir uns ein bisschen eintrainieren mit Marv jetzt. Aber dass sie wieder essen kommt, das regt mich jetzt schon wieder auf. Ist das ein Schwertkämpfer? Dann kann es ja nicht so schwer werden. Hoffe ich mal. Ah. Aber wenn man halt überhaupt nicht eingespielt ist und der überall Essen bekommt. Das ist halt schon nervig durchaus. Ah, okay, der hat sowas. Ja, genau. Ich bin gerade derbe angespannt. Normalerweise bin ich dann nicht, aber. Weil ich Marv noch nie gespielt habe. Mann, das hätte ich jetzt. Jetzt bin ich weg. Ja, ich will es aber mit Marv probieren. Ich will das mit Marv schaffen. Es war auch nicht so scheiße, muss ich sagen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage mit Link, will ich das easy machen. Aber will ja ein bisschen mehr Schwierigkeit haben. Ne? Das Ding ist, Alf, also dieser Echo-Kämpfer von Olimar. Boah, jetzt haben wir aber krass passiert. Der schmeißt auch seine Pikmin. Das auch ein bisschen nervig ist. Aber jetzt rasieren wir gerade. Richtig geil. 113% haben wir gemacht. Ja. Also ich muss sagen, Marv spielt sich eigentlich nicht schlecht, aber ist jetzt nicht meins. Ist jetzt nicht meins. Vor allem sein Up-Smash ist, oder sein Up-Smash auch. Und sein Down-Smash, Down-Smash noch eher, aber Up-Smash ist jetzt nicht das, was dich anspricht. So, und Olimar können wir freischalten. Dann nehmen wir mal die da wieder. Ja. Versuchen wir das auch wieder mit Marv. Einmal haben wir Alf besiegt, jetzt besiegen hat Olimar. Wird schon passen. Das sind im Prinzip die gleichen Gegner. Und ich glaube, der ist einfacher. Ja. War, glaube ich, deutlich zu sehen. Okay. Deutlich Lernjuwele, perfekt. Okay, dann haben wir Olimar auch mit 0% freigeschalten. Und ich glaube, mit Olimar kann ich gar nicht spielen. Ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Master Belch. Es klebt, der Boden senkt Tempo und Sprungkraft. Gesenkte Abwehr für dich. Wir machen es uns wieder schwierig und nehmen wir Olimar.
Auch wenn ich gleich sagen werde, das ist wahrscheinlich das letzte Match, was ich mit dem machen werde. Olimar, ja, Alf. Gibt es echt nur Alf, sonst niemanden. Wir gehen mal zum Grünen. Schaut schick aus. Und dann brauchen wir was, was unsere... Ach so. Neutral, okay. Tempo und Sprungkraft sollten wir erhöhen. So, wir nehmen... In den der drei Slots. Erhöht die eigene Sprungkraft, das nehmen wir mal. Dann brauchen wir was für Tempo. Was bin ich eigentlich für ein Lappen? Wir nehmen hier den da. Und das da, okay. Gut. Kann ja nur schief gehen. Gegen Wario. Gesenkte Abwehr. Jetzt haben wir halt nichts, was unsere Abwehr stärkt, aber... Alter, ich sehe es jetzt schon. Überhaupt nichts für mich. Was ist das bitte für ein... Was ist das bitte für ein Smash-Angriff? Er wirft einfach nur seine Pikmin. Das geht klar, gar nicht klar, das sage ich euch. Aber er ist weg, weil ich blauen Pikmin auf ihn geworfen habe. Ja, okay. Okay, aber Olimar ist überhaupt nicht meins. Das sehe ich. Das sehe ich. Das heißt, ich werde vielleicht mit denen jetzt noch ein, zwei Matches spielen und dann war es dann auch schon wieder. Und hier ist direkt ein neuer Char. Blaze the Cat. Wir haben hier Rabbit Kong. Perfekt. In den Dunk. Was? Nur 1700? Na gut. Dann nehmen wir halt nochmal Olimar. Und mit dem können wir dann durchaus was reißen. Rabbit Corner aus dem Franchise. Ganz klar, Mario & Rabbids Kingdom Battle. Auch ein geiles Spiel. Und da ist er weg. Noch nicht. Aber gleich. Jetzt ist er weg. Ja. Ein Pikmin drauf und er ist schon weg. Junior, ja, okay. Gut, ich glaube, das war's damit, Olimar. Ich habe jetzt auch eine Vermutung, wie man hier freischalten kann. Es hat jetzt ein bisschen angeteasert. Es ist Pac-Man. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es ist DK, aber ja, gut. Okay, es ist halt DK. Pac-Man meine ich. Und die Musik finde ich geil. Wir nehmen Bowser. Wir nehmen mal Bowser wieder mal. Lass dich wieder mal geschmacklich entziehen. Starker Smash, nehmen wir das mal. Dann können wir uns Pac-Man krallen. Den wir wahrscheinlich wieder gleich easy haben. Boah, die Musik finde ich aber geil. Warte, will Stress oder was? Komm, ich schmeiß dich hier weg. Okay. Also die Gegner kann man im Prinzip schon sehr leicht freischalten, oder? Eben die Charaktere, die man freischalten kann, kann man sehr leicht freischalten. Die sollten mindestens schon auf dem Level von der Ass sein, finde ich. Obwohl, das ist ja eher noch Anfangsgebiet, ne? Ist ja Anfangsgebiet, weil wir ja wieder zurückgekommen sind, ne? Es tut sich wieder was. Bei Kyra. Es ist jetzt ein Feuerball. Ist da wieder eine Festung. Wie oben. Ja. Wieder ein Boss.
Okay. Interessant. Sehr interessant. Wir haben eigentlich schon ein bisschen was freigelegt von der Map, ne? Sakura, ne? Ass und Minze. Was ist denn das? Ich hätte gesagt, wir zocken mal zuerst da unten und dann können wir mal Pac-Man anschauen. Weil ich glaube nicht, dass ich mit Pac-Man. Ja, gut, kommt drauf an, wie ich mit ihm kann. Wenn ich mit ihm gut kann, dann werde ich vielleicht versuchen, die Ass zu besiegen, ne? So, so irgendwie hat er jetzt ein bisschen gebraucht, bis ich angreifen habe, bis ich was wählen habe können. Aber ja. Massenweise Gegner am laufenden Band. Weißt du was? Weißt du, was ich dann nenne? Das ist ein Nachteil, ne? Das ist mir auch ein Nachteil, Beckner hat kein Schwert. Wir nehmen den da. Wir nehmen Curry. Okay, jetzt haben wir. Zwar Typ gleich, aber klein Mr. Game und Watch Team. That name. Jetzt haben wir zwar den gleichen Typ, aber. Passt schon. Und was machen die alle? Und ich merke schon, Pac-Man ist überhaupt nicht meins. Der ist viel zu langsam, finde ich. Der ist viel zu langsam. So, wie viele sind das jetzt bitte noch? Ich one-hitte die alle. Hä, was ist denn los? Ich one-hitte die alle. Und noch leben sie alle. Gut, der lebt jetzt noch, weil ich halt von unten angegriffen habe. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Spiel war. Aber ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass ich mit Pac-Man nicht spielen kann. Das ist mir jetzt klar geworden. Ja, und ihr seht, jetzt kommen auch mehr öfters Parts, ne, weil ich jetzt auch wirklich Bock habe. Vor allem, weil da unten jetzt wieder eine Festung ist, ne? Wir nähern uns der Festung. Aber ich hätte gesagt, wir besiegen mal die Ass da oben. Besiege den Hauptgegner. Boah, wie viel sind denn das? Da steht nichts. Hä? Da steht, besiege den Hauptgegner. Da werden es ja wohl mehrere sein, aber rechts oben steht nur einer. Der Gegner hält sich fortlaufend. Aber es sind wahrscheinlich zwei. Nehme ich mal an. Wir nehmen Curry und Spezialangriff. Und dann wechseln wir noch zu Bowser. Bei der wird da, glaube ich, einen Vorteil haben. Hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Man kann es ja mal probieren. Falls sich jemand fragt, mit welchem Controller ich spiele, mit dem Pro Controller schon seit Anfang an. Ich habe den Pro Controller schon länger als die Switch überhaupt selber. Den Pro Controller habe ich mir schon ein paar Wochen nach Release geholt. Weil ich mir gedacht habe, kann sehr auf dem PC zocken und der Controller ist halt einfach geil, ne? So, und der eine Gegner ist jetzt schon draußen. Natürlich nicht der Hauptgegner. Hä? Ja, und da habe ich einfach am PC gezockt, einiges. Aber jetzt zocke ich halt auch auf der Switch. Logischerweise. Und, na, weg ist die Melina noch nicht. Ah, das habe ich noch die. Ich habe noch nie diesen Feuerspeien. Dieses Feuerspeien ausprobiert. Jagen! Das war jetzt unnötig. Die hätten wir so einfach besiegen können. Das gebe ich zu, das ist unnötig gewesen. Aber jetzt kriegen wir sie.
Boah, dass sie vorher nicht gestorben ist, als ich sie gehabt habe mit meinem Ultra Smash. Nicht mit meinem Ultra Smash, mit meinem. Mit meiner normalen Attacke nicht runterfallen, Bowser. Was machst du denn? Melinda, kann mir einer sagen, wieso Melinda im Englischen Isabella heißt und im Deutschen Melinda? Das finde ich ein bisschen unnötig, aber ja, gut. Wenn Nintendo halt so will. Ich weiß gar nicht, wer da zu zuständig ist. Wahrscheinlich Nintendo Deutschland, ne? Jetzt ist sie weg, ja. War vorhin ein unnötiger Tod, aber ja gut, passiert halt, ne? War eine einfache Ass, muss ich sagen. Aber wir sind ja, wie gesagt, ja gut, dass wir im Anfangsgebiet sind, das ist keine Ausrede. Ich meine, sie ist als Ass gelistet, also. Aber es gibt schwere Assen und leichtere Assen, ist auch schon. Das habe ich mir schon mitbekommen. Da oben ist ein Schalter wieder mal. Und da oben ist auch ein gelber Schalter. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hin, ne? Können wir einen kleinen Ausflug dahin machen? Da kommen wir noch nicht. Da kommen wir nicht drüber. Aber ich glaube, ich habe da schon mal nachgeschaut, ob wir da zu diesem Schalter kommen. Ist da oben? Wir müssen da dieses Tor öffnen. Ich habe keine Ahnung, wie man das aufmacht. Nee, man kommt nicht rein. Regt mich ein bisschen auf. Da wir sind da komplett außerhalb vom Weg, aber wir kämpfen einfach mal. Weil mich das stört. Weil da noch Nebel ist und wir wollen den Nebel natürlich weg haben. Was ist das für eine Musik? So, welchen Gegner muss ich besiegen? Alle? Gut, von mir aus. Habe ja auch sonst nichts zu tun. Ja, genau. Alles klar, ist das peinlich. Alles klar, was ist denn das jetzt passiert? Dazu sage ich nichts, Leute. Dazu sage ich nichts. Aber dieses Curry stört irgendwo schon, muss ich sagen. Aber gut. Hauptsache, wir bekommen gut schauen. Also wir haben nur Dr. Mario besiegen müssen, okay, weil Wario noch überlebt hat. Klar, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Denn dann kommt wie immer der nächste Part richtig schnell. Wir können uns das Gebiet noch anschauen. Aber das Gebiet kommt später. Da können wieder Charaktere freischalten. Das machen wir später. Denn wir müssen zuerst das Gebiet unten fertig erforschen oder weiter erforschen. Je nachdem. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und Joey.